Sie wissen, wurde ich in den Morgenstunden des 30. April 2017 in der Wohnung in Istanbul durch eine Razzia festgenommen. Während dieser Razzia war ich alleine mit meinem 2,5-jährigen Sohn damals in der Wohnung. Um 4:30 Uhr morgens wurde meine Wohnung gestürmt von Sondereinsatzkräften, maskiert, schwer bewaffnet. Zu dem Zeitpunkt war mein Mann bereits 3 Wochen inhaftiert und war im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri. Trotz dessen, dass sie das wussten, sind sie sehr gewaltsam in meine Wohnung einmarschiert, haben mich zu Boden gedrückt, haben sich auf mich drauf, also mit dem Knie draufgesetzt. Mein Sohn war im Zimmer, hat geschlafen, wurde durch einen bewaffneten, maskierten Polizeikraft sozusagen direkt mit der Waffe auf ihn draufgerichtet, aufgeweckt. Danach wurde meine Wohnung 3,5 Stunden von diesen maskierten Menschen durchsucht. Während dieser 3,5 Stunden war ich jeglicher Repression und Bedrohung ausgesetzt. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit über beschimpft und bedroht, obwohl diese Menschen mich nicht kannten. Sie hatten nur diesen Befehl, einen Befehl bekommen, mich festzunehmen. Ich bin zwar heute hier, aber hunderte Kollegen, Kolleginnen, Oppositionelle, Anwälte, Studenten, 70.000 Studenten sind inhaftiert, sind immer noch nicht frei. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue, weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat. Ich denke nicht daran, ich denke nicht, dass sich im Land in Richtung Demokratisierung etwas verändert hat.